Hallo miteinander und willkommen zurück zu Shadow Empire Torrent Gent. Ja, vielleicht sollten wir, bevor wir den Zug beenden, doch nochmal die Decisions anschauen, ne? Ach ja. Sicherungszusammen, aber mit der Corporation? Natürlich. Okay, Staff Council, Task Priorities. Oh, ein bisschen verschieben, so. Model Design. Okay. Bei den APCs. Ja. Report Assault Laser Rifle. Wir bleiben bei Polymer Plating. Und, ach, warte mal, da muss ich jetzt mal nachschauen, wie viel wiegt das Ganze denn eigentlich? Die Dinger wiegen gar nichts, das finde ich gut. So, dann hier Polymer, weiter, und wir bleiben auf Light Diesel Engine. Denke ich. Wenn wir das nicht umsteigen auf elektrisch, ich denke, wenn dann auf die Nuclear Engines. Wenn man für die elektrische jetzt mal Maschinen braucht, ist das halt echt ein bisschen bitter. Das kriegt unsere Wirtschaft nicht hin. Das Murnawalk ist ein Cabin Stop. Cabin Stop. Das ist ein kleiner Streik. Ich bin explizit darauf hingewiesen. Guck mal, wie viele Truppen wir da stehen haben jetzt mittlerweile. Reicht das? Ist die Frage. Zwei Milizen. 400. Ja, wir können es riskieren, ne? Yes, sir. Succeeded. Sie waren zwar ein bisschen in der Überzahl, aber. Wir haben auch Security. Okay. Gut. So, 200 Militants verkillt und 24 haben wir. Gut. Oh, ist das was? Excellent in Tenak. Full Support. Engine increase nur bei 3%. Hat's geschafft. Sehr schön. Quack Doctors active in Sitza. Rückte Doktoren. Und Sport. Danger did not increase. Wieder ein Critical Success. Ja, unglaublich. Das ist ja unfassbar. Also, wir können unsere Leute ja was hier. So, Gouverneur von Gigu. Unincorporated Zone. Zahl die Arbeiter direkt mal. Shortage never fire. Secret 200, Max Count ist 200. 3, 1, 2, 3. Und, confirm. So, Gigu. Läuft soweit. Flüchtlinge an unserer Grenze. 3000. Enter the Zone Aramatis. Der fliegt vom Polychron Nation. Polychron Nation ist, okay, wir sollen sie nicht aufnehmen, sagt die Präsidentin. Wir könnten sie zurückschicken. Das sind tatsächlich unsere Freunde hier aus dem Süden. Ja, normalerweise. Na, wir nehmen sie auf. Komm. Nehmen wir sie auf. Es ist schon besser so. Wir brauchen die Leute. So wird's Hansa offers to help us. Na, na, na. Das, nee, wir brauchen keine Hilfe. Ich bitte euch. Das ist ja lächerlich. So, und jetzt geht's in den nächsten Zug. So. Und bis gleich nach dem Cut. So, da sind wir tatsächlich mal einen Zug ohne Verluste. Wieder bei für uns noch für Feinde, die uns angegriffen haben. Fuel Deposits in Commune. Das ist ja unglaublich viel Zeug da hinten. Engine Community depleted. Okay. Ja, ja, das Zeug geht langsam aus, immer mehr. Aber naja, so gesehen werden ja auch theoretisch auch Truckpoints, die weiter im Inneren des Landes sind, frei und so weiter. Oder Transportpunkte allgemein. Und können dann ja von außen wieder reingeholt werden. Back awarded. Oh, Tech Level of 7 jetzt. Viewpoint. Ja, Recon in Force. Bestes Ding. Am besten, wenn wir riesige Assault-Max haben, werden wir das drauf spielen. Das muss man auch Hauptmannhaus Steiner umbenennen. So. Okay. 1735. Oh Gott, ich sag's ja. Ich sag's ja, wir müssen wirklich in einer massiven Offensive hier. Noch mehr IP. Jetzt können wir uns niemals irgendwelche diesen Geschichten an. Industrie 2. Ja, wir brauchen noch Synthetic Fuel. Meine Güte. Aye, aye, sir. Tu es. Amatis. Construct. Da hatte ich mal Industrie 1 hier. Das ist ja richtig bitter. Ja, auch hier Synthetic Fuel. Roger that.
Müssen wir halt alles jetzt anfangen, weil das alles extrem lange braucht, bis es fertig wird. So, in Le Fou. 75.000 Mann wohnen hier. Hier können wir auch mal... Industry is synthetic fuel. 200 Energie braucht das immer. Aye, aye, Sir. Sollte denn klar ist, dass wir auch gleichzeitig... Weil wir bauen ja in Omikron eine... Eine Dingens Solarpaneele. Haben wir denn hier? Genau, auf Level 2 macht doch das nochmal. Okay, okay. So, und sobald diese ganzen Zusatzgeschichten fertig sind, die wir ja noch bauen, sollten wir fürs Erste auch drüber sein. Über. Komm. Ist auch nochmal Mining. Sir, yes, sir. Mal eine Oil Drilling Plattform. Gut, drei Entscheidungen warten auf uns: National Budget Allocation. Die lassen wir, glaube ich, auch genauso, wie es ist. Ja, ist schon in Ordnung. An Agitator and Matthews. Okay. Ja, wir werden wohl Copy that. Nachgeben müssen in dem Fall. Hätten wir niemals geschafft, die Würfeltrolle. So, Refugees at the Border. Was haben wir denn hier? 2000 Refugees. Wir werden sie auf jeden Fall willkommen hier, ja. Roger that. Das ist ja alles in der Matte. Oh, wir wurden umzingelt. Ja, die wollen es wissen, ne? Die wollen es echt wissen. Mal hierher. So, und du kommst da hin. Du hier hin. Will ich dann jetzt schon angreifen? Eigentlich noch nicht. Ich will eigentlich noch ein paar mehr Truppen da oben haben. Alle müssten wir ja dann von hier unten aus striken können. Idealerweise. Wie schaut es denn jetzt mit den Current Points? Also, es kommt hier auf jeden Fall sehr viel mehr hier nach hinten durch. Müssen nur noch den Kollegen hier erledigen. Mal mit übertriebener Stärke angreifen hier. So, sie haben sich ergeben, perfekt. Jetzt bin ich mal, die Katze hier hochgesprungen ist auf den Tisch. So. Gut, jetzt geht das alles auch zumindest bis zu diesem Punkt hier noch weiter. Und hier... können wir Construct Road, Sealed Road. Ja. Lässt du mich nicht bauen? Hier. Hier. Achso, natürlich, ja. Ich muss erstmal einen Zug warten wieder. Leider. Muss ich auch so machen einfach. Würde es wieder 700 Punkte kosten. Ich denke, es ist es wert. Und das ist abgesperrt, hier ist überall sealed, hier auch, gut, gut, gut. Ja, dann sollten die Jungs hier oben jetzt auch gleich versorgt werden. Bringen sie mal näher trotzdem hier ran, in die Richtung, oh wow. Das sind eine ganze Menge, 26 zu 1 trotzdem, aber... Ja. Ja, komm mal hier rüber. So, jetzt ist hier die 5. Infanterie und tatsächlich haben wir hier in Kommune immer noch ziemlich Leute. Das kann ja echt nicht sein. Ja, kolonisiere das Ganze mal. Oh. Yes, sir. Ja, wir müssen schon eine Weile keine Typen hier benutzen. So, dann Konstrukte hier auch mal. Ich kann es ja nicht verbessern. Ah, ich kann es nicht verbessern. Warte, ich habe hier auch eine Rail. Die passt ja eigentlich auch. Ja. Ich denke, mit den Leuten soll es passen. Schauen wir uns weiter um in Ian. Da dürfte es ja bald wieder zu wenig Leute geben. Ich meine, vielleicht ist das auch wirklich so, ich meine, die Leute, vielleicht ziehen sich ja wirklich echt effizient in der Gegend rum. Das kann halt echt sein. Es kommt einem halt immer so vor, als sei das vielleicht nicht ganz so die beste Idee. Aber gut. Also schauen wir hier in der Provinz, das passt soweit. In Matthews. Ich glaube, wir sind jetzt auch etwas aufgefüllter. Zu 1. Los. Das ist natürlich eine schöne Position hier ausgesucht, hier auf dem Ding. So, und jetzt hier 13 zu 1. Ein 80% weniger wegen. Ja. Ja,
wir müssen eigentlich hier eine Dirt Road oder sowas bauen. Wobei, sie müssten sich ja theoretisch von da unten versorgen, aber dadurch, dass das hier alles so gebirgiges Gelände ist, wird es halt echt nicht einfacher. So. Ja, alle nach Gavin Stop. Haben wir hier unten noch irgendwelche Leute vergessen? Natürlich haben wir Leute vergessen. Naja, nicht wirklich vergessen, aber. Bringen wir euch mal alle hier zurück. Dann können wir auch hier diesen Strom da hier abdrehen fürs Erste. Und er kann alles hier hochpropagieren. Also wir könnten es auch jetzt schon stark einschränken, würde ich sagen. So. Weil das halt mehr nach oben geht. Die Richtung hier muss eigentlich momentan auch gar nichts gehen, wenn man ehrlich ist. Ich warte mal alles ab, was nach rechts unten geht. Genauso. Weil hier, ne, ist momentan keiner. Aber hier gibt es noch eine Menge Öl. Und zwar alles mit Administrative Strain verbunden sein, das zu fördern. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Aber möglich ist es denn noch. So, jetzt hier, genau. Wieso eigentlich nicht? Hier so ein paar Recycling Facilities. Hier kann man die nächste gleich daneben machen. Copy that. So, dann können wir nach Matthews auch direkt mal ein paar Kolonisten schicken, solange das dann eh noch geht. Copy that. 3000 weitere. So, was sagt denn die Sitzerbevölkerung momentan? Weil da saugen wir die alle aus. Ja, die ist aber immer noch völlig in Ordnung. Ach ja, ja, wir machen es mal noch ein bisschen weiter. Bis so bei 150.000. Dann denke ich, sind wir mit der großen Verlagerung der Leute hier erstmal durch. Wir haben ein bisschen wenig hier. 86, das passt aber noch. Wir könnten also eventuell eins dieser Assets wieder reaktivieren. Wenn ich es close, ist plötzlich nichts mehr da. Okay, du bist gemothballed. Dann mach ich mal aktiv und gehe auf 50% Reduktion. Das sollte reichen. So, Termark ist. Hier fehlen auch noch Arbeiter. Copy that. Weitere 2000. Sollte also auch dann passen. Okay. Werden mal diese eine Runde jetzt sparen und keine Sachen, Pleasants produzieren? Ich weiß es gar nicht. Also wir brauchen eh noch viele wieder. 7 waren's. Jupp. Ja, da sind welche leider gestorben. Wir werden mal warten, bis die in ordentlicher Reichweite sind. So, jetzt die Axie MGS6. Wie waren das? 7, 8. Es waren noch 2 mehr, okay. 1, 2. So, das sind jetzt die RPGs. Ja, da haben wir ja keine Laservarianten von. So. Ein Buggy. Kappa plus 3. Ja, ich meine, wenn wir das halt niemals machen, dann wird das auch halt niemals fertig. Jetzt sollten wir aber echt warten, bis die Laservarianten reinkommen. Sind ja noch nicht fertig. Bilder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, ja, sie ist gerade noch dabei, oder? Model Design Council macht gerade. Genau, die APC-Modell dürfte auch nächste Runde fertig sein. So gesehen, also fein ist, wir haben 6 Fate-Punkte. Das heißt, wir könnten eigentlich auch mal irgendein schönes Fate-Strategium spielen. Ancient Depot Search of Hidden Depot, the Streamland of Ancient Artifacts. Wir wissen, was das ist, genau. 3 Artefakte. Wow, this depot turned out to be true treasure trove. You found ancient exosuit, cultural stimulator and pheromone device. So, und was genau bedeutet das jetzt? ja, was genau bedeutet das jetzt? Ich muss das mal nachlesen in der Anleitung. Ah, wenn ein Artefakt gefunden wird, wird es für uns als Strategium verfügbar. Okay, also wir haben jetzt 3 verschiedene. Oh Gott, wo wäre das denn drin? Wahrscheinlich. Also es ist was wir Leadern geben können, die Artefakte. Ah, hier.
Agent X is a very fine most of highest strength stat. Okay. Cortical Stimulator gives that leader a bonus to all XP earned. Ach du Scheiße. Und ein Pheromone Device. Device selected leader to his charisma stat. Huh. Oh wow. Da sollten wir jetzt natürlich überlegen, wie alt ist Alec ist noch nicht so alt, oder? So. Stärke. Wer bekommt Stärke? Wir fragen, wer bekommt einen Bonus auf alle XP? Das ist eigentlich das ist so mächtig, ne? Ist der Director. Der andere Dude, der... Warte mal. SHQ Commanders. Peter Starday. Wie alt bist du, Peter? Du bist 48. Du bist capable. Ja. Auf jeden Fall. Der hat auch ein... Der hat schon das Medal of Merit. Genau. Das gibt Charisma, richtig. Das ist ein Animal-Circle-Faller, was nochmal mehr Charisma gibt. Er ist Hero of the Nation, was nochmal mehr Charisma gibt. Yes, das ist ein echter Held, ne? So sehen die aus. Das sind die Typen, die dann auf, wenn Meteoren kommen, die dann auf den Mond fliegen und dann irgendwas wegsprengen und so. Ja, so. Das ist hier. Das ist unser Bruce Willis hier, ganz klar. Pete from the Front hat er auch mit dabei. Ja, guck dir das mal an. Der ist ja bei jedem. Alter Falter. Okay, also der ist richtig gut. Ich glaube ehrlich gesagt, es wird das Team geben. Hier, kortikaler Stimulator. So. Er bekommt auch das hier. Peter Starley, du bist der beste Mann einfach. So. Ja, ist das cool. Ja, ich hoffe, dass jetzt mal vielleicht auch mal, ehrlich gesagt, das Archaeological Effort Strategy hat ja bei uns noch nie richtig funktioniert. Ich habe es aber nochmal gelesen, dass da jetzt die Issues, die es damit gab, dass die gefixt wurden. Könnte also sein, dass wir da jetzt vielleicht jetzt auch mal was finden, weil wir können es ja mal versuchen. Das ist immer so furchtbar schwer zu spielen. Das ist, glaube ich, ein Zone Strategy war das, glaube ich, ne? Hier, Archaeological Effort. 1D 100 plus 60, das ist okay. John Turner. Das ist eine Science Skill Row. Okay, haben wir denn einen Advisor? Einen Advisor. Der Science gut kann. Du bist gerade über den Typ. Science-Wert von 20. Und der Typ ist einfach echt nice, ne? Ich meine, der ist 77 Jahre alt. Aber schaut euch das an, obwohl, also er muss extrem viel Glück haben bei den ganzen Rolls, weil er hat trotzdem extrem viel Stärke und extrem viel Willpower. Und Charisma eigentlich auch noch. Das ist Jean-Luc Picard. Das ist, der hat hier nur den falschen Namen angegeben. Der kann alles. Guckt euch das mal an. Der Typ ist krass. Okay. Ich schau mal so profan. Also okay, sie hat 10 Science. Gut, und sie, ja, sie ist eigentlich in diesem Posten nichts verloren, ne? Ist beim Gouverneur von Mooncrest im Moment. Ja, kriegt nicht die bessere Formel, wenn es keine 20 sind. Das heißt, ich muss halt ihn wieder hin und her attachen. Okay, du gehst zu John Turner. Okay, John. Hast du 2 Chancen quasi auf das Archaeological Effort? Ja, 1D 100 plus 88. Also, ich meine, es ist möglich, ne? Target Zone ist erstmal auf Omikron, ist eine Riesenzone. Yeah. So. So, required sure there are no hidden archaeological finds left in this zone. Okay. Dann. Nimm doch mal Granger. Yes. Rolled on Science Girl. Ja, ja, okay. Also, er hat es nicht geschafft. Wir müssen es aber nochmal versuchen. Ja. Yes. Okay. Da gibt es also auch nichts. Alles klar. Die Chancen sind eigentlich relativ gering. Aber wir hatten halt keine einzige in diesem ganzen Spiel bisher. Das ist schon ein bisschen bitter. Wer ist mit hier in Kelvinstop? Das ist eine gigantische Zone. So, quite sure that there's... Nein, es gibt einfach nichts. Oder es ist schon alles ausgegraben. Das haben wir dafür eine ganze Menge ausgegeben. Naja, aber Artefakte haben wir bekommen, also... Beschweren möchte ich mich jetzt auch nicht.
Gut. Die Nordfront, würde ich sagen, schiebt sich jetzt mal weiter. Ist eigentlich so witzig, wir haben ja eigentlich jetzt nicht so viele Truppen. Es geht ja wirklich primär darum, die Jungs hier wegzuschieben. Ja, Defender Held. Gut, ist jetzt vielleicht auch kein Wunder. Kann ich mit dem HQ an? Nee, darf nur mit dem Wagen an. Viel besser. Yip, yip. 59 zu 1. Sehr gute Orts für uns. Tja, das sind chancenlos. Sehr schön. Keine Gnade für Slaver. Jetzt können wir hier einen Angriff von drei Seiten durchführen. Man sieht ja, der ist halt bei jeder Roll mit dabei. Das ist halt das Ding, ne? 136%. Das ist genau der Mann, den wir brauchen für Sorbitz. Der, also, das ist einfach unglaublich, ne? Durchschnitt 77%. Na gut, zugegebenermaßen, es bleibt dazu offen, dass unsere Feinde keine so guten Kommandeure haben, aber... So, mal hier wieder mit über... Bewältigender Feuerkraft angreifen. So. Guck mal, diesen exotischen Club hier, den Lightblower, das ist, glaube ich, nochmal Energie. Das ist alles Tropfen auf den heißen Stein, da sind wir mal ehrlich, aber trotzdem. Ziehen wir uns hier mehr Terrain. Ja, komm, du machst hier oben auch weiter. Wir haben noch ein bisschen was, dann lass doch mal von hier aus eine Straße da hochziehen. So. Hier hätten wir auch nochmal Treibstoff, sobald hier die logistischen Gebäude stehen. Und ja, hier bereiten wir uns ja wie gesagt vor auf die Offensive. In Ordnung. Das waren bestimmt Leute von hier, die halt nicht gestorben sind, weil sie erwischt wurden, sondern ja, die ja, haben nichts mehr zu essen. Die armen Schweine. Jetzt sollte aber das Zeug hier auf jeden Fall durchkommen bis zum Schluss und jetzt sollten sie auch versorgt werden. Das ist das Gute. Jetzt können wir auch das Ding da kappen. Zack. So, du bist die erste Arme. Du hast ja da hinten zwei Leute, drei Leute sogar. So, komm mal darüber. Sind hier Anteile der First Armored mit dabei? Nein. Okay. Gut. Ich denke, die vierte Independent Motorized Artillery, aber das hier ist die zweite mechanisierte Armored Infantry. Ja, das sind die Jungs, die halt die ganzen Carrier gebraucht haben, nach und nach. So, wir machen jetzt mal weiter, wir werden erst nächste Runde mehr Carrier bauen. Und ja. Wie gesagt, alles schnell, schön schnell, damit wir zum nächsten großen Schlag kommen und diese Partie für uns entscheiden. Ich würde mich echt gerne vielleicht so einen Vulkanplaneten ausprobieren. Das würde ganz anders aussehen und kein Wasser und kein gar nichts. Naja, ja, die Pläne für die nächste Serie stehen natürlich schon, ne? Also, bis gleich. Okay, Runde 117, 200 Interessen erledige ich mal schon, wo das war. Wahrscheinlich im Norden. Oder die Deposits in Camion nochmal entdeckt. Und die nächste Recycling Facility, ja, deswegen bauen wir die gerade in Massen, ne? Oh, Hightech Industry ist fertig. Und die Laserguns. Oh, jetzt haben wir auch die Energy Guns Optimization als Applied Science. Okay. Und der Tube Carrier 5 ist fertig. Mit einem schönen Wup. Laser vorne dran. Perfekt. So, die Heavy Storm Infantry ist auch fertig. So, ein neues Archaeological Effort Strategium. Was ist das? Increased Communication and Recon. Mission Projects. Wieder mal. Okay. 10 Entscheidungen warten auf uns. Instant of a hard sentence. Okay, eine. Als Richter agiert und hat natürlich einen sehr heftigen Schuldspruch gesprochen, offensichtlich. Könnten das reversen, das würde allen gefallen. Aber Battle Guys ist Kommando der 5. Assault Infantry. Sheesh. Okay, Reverse Decision. Yes, sir. Roger that, sir. Minus 14, das ist noch okay. Military Research Council Task bleibt dabei, genauso. Yes, Foreign Affairs Council Task Priorities, das ist Außenministerium. Ja, auf Major Diplomatic, ehrlich gesagt, die meinen, das sind mir völlig egal.
Also Economic Council Research, was können wir denn hier als nächstes machen? Ja, ich denke nicht, dass... Also ich habe noch keinen Vulkan gesehen. Ich weiß nicht mal, wo ein Vulkan aussieht im Spiel, ehrlich gesagt. Ich meine, wahrscheinlich einfach nur ein Berg, wo in der Mitte irgendwie so ein Lava-Ding da drin ist oder sowas. Aber, ja. Economic Council Research Objective. Nuclear Plants, würde ich sagen. Wahrscheinlich sind die eine Voraussetzung auch für elektrisch, für nukleare Motoren. So, und Military Research Council. Charged Gauss. Schon fehlt das Side Skirts, die sind auch fast fertig wahrscheinlich schon. Cluster Bombs. Ja, die Jetpacks wären natürlich auch richtig geil. Aber mach mal die Side Skirts. Ja, mach mal. Mein Schaden kannst du nicht so jetzt haben. Ist blöde Frage, aber Laser Artillery? Nein, das dachte ich mir schon. Es ist ja nachvollziehbar, dass es keine Laser Artillery gibt. Ist ja jetzt eine Plasma Artillery, wäre vielleicht noch möglich, sowas in der Art, ja. Aber Laser Artillery, schwierig. Gut, also wir haben dich. Ja, dann bleibt es nichts anderes übrig, als unsere ganzen normalen Jungs hier zu verbessern. Uff, okay. Wo starten wir denn? Medium Tanks vielleicht? Um Allrounder 2. Medium Laser Gun. Was hast denn du momentan? Du hast die 105 Haubitzer. Weiß ich gar nicht, wie die Eigenschaften von der Laser Gun eigentlich sind. Null Metall. Dafür nur Rare Metal, okay. 600 Firepower. Medium Laser Gun. 1000 Firepower. 200 Weight. Es gab. Okay. Medium Laser. Wir bleiben bei Polymer Plating, 50 mm. Und. Dann kann ich. Bleiben wir bei der. Ich denke, wir sind jetzt mittlerweile relativ effizient auch mit dem Zeug. Bleiben wir bei der Heavy Diesel Engine fürs Erste. Wir können ja irgendwie einen Mix machen, dass zum Beispiel die Assaults dann mit. Weil eigentlich können wir es uns nicht leisten. Andererseits, wir brauchen nicht so extrem viele Panzer. Könnte man schon mal ein paar Maschinen investieren. So, motorisierte MG-Infanterie-Armee. Organisierte Grenadier-Infanterie-Armee. Ja. Mach doch mal das. So, die Military Advisor wieder im Süden. Naja. Klar. Schick sie rüber. Beziehung mit allen Leuten. Paisanos will. Okay, sie haben tatsächlich eine Spion gehabt. Brauch's nicht bezahlen. Nimm ihn einfach mit. So. Roger that. Sehr schön. Alle mögen Paisanos. Robert Hanser demands release of Spy. Selbes Ding. Ja, wir refusen wieder das Payment. Oder? Das glaube ich mehr, ja. Roger that. Was wir natürlich jetzt mal machen könnten, vorbereitend, ist. Versuchen, Strategems zu spielen hier. Aber was ob Strategems? Spy Ring. 60. Das ist echt Soberwitz. Hm. Das schafft sie ja mit links. Understood. Double Number of Spies. Das heißt, wir haben da jetzt 12. Okay, 12 sollten, glaube ich, ausreichen. Ja, wir könnten ja auch Call to Rebellion und so. Wir können ja, ey, es gibt so viel Zeug, was wir in diesem Spiel noch gar nicht gemacht haben. Oh boy. Meine Güte, schau euch das mal an hier. Das ist hier richtig guter Shit mittlerweile. Hier müssen wir sogar verlängern nach Norden. So, mehr Sealed Roads. Verbindung steht ja mittlerweile, wunderbar. Ja, hier ist auch jetzt genug Zeug. Seid ihr? Ist er noch nicht fertig? Nee, das ist Zeug, was von hier weiter propagiert wird. Denn du brauchst wahrscheinlich noch. Ah ne, die Truckstation ist ja hier auch fertig. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja wirklich wunderbar. Dann werden wir dich jetzt auch mal hier nach Westen schicken. Und wir sind jetzt so dreist und beginnen hier mit der Konstruktion von weiteren Zeug. Ich meine, Arbeiter gibt es hier genug.
So, Recycling Facility. Recycling Facility. Tier. Oil Drilling. Würde natürlich, dass das ganze Zeug noch hier transportiert werden muss, ja. Das dürfte sich natürlich negativ auswirken teilweise hier. Wir schicken mal die Industrie trotzdem noch hier runter. Ja, der kann den Exer nicht betreten, ne? Wir sind noch nicht im Krieg. Noch nicht. So, 299 zu 1. Let's go. Operation successful. Sehr schön. Die Hälfte vernichtet. Ja, sie werden hier auch alle vollständig jetzt betütelt. Das ist super. Heißt, wir schicken euch jetzt auch mal alle nach Norden. Erste Armort hier, du kommst da auch mit hoch. Oh, ich frage jetzt nur, wo ist dein... Du gehst... Warte mal, du gehörst auch zur ersten Armort. Okay, komm du auch mal da hoch. Du gehörst zu dieser Armee hier. Mechanized Armored Infantry, yep. Ja, wisst ihr was, wir werden die mal... Schon wieder Leute, die mit derselben Farbe. Es kann doch nie sein. Die 6. Brigade Assault. Okay, das heißt, ihr kommt auch alle nach Osten. 6. Mechanisierte Siege Infantry Brigade. Da haben wir auch Vertreter überall. Call. Annehmen wir mal, das ist hier Unit Admin. Mach mal irgendeine andere Farbe. Noch mehr Farben in diesem Spiel irgendwie. Schwarz? So. Okay, von der Armee ist hier niemand. So, du bist mechanisierte Infanterie, jetzt kommst du auch hier hoch. Du bist auch mechanisierte. Nee, bist du nicht. Siege Infantry. Ach nee, doch, du gehörst hier dazu. Versuchen wir euch mal zu sammeln. Dann verlinken wir euch nämlich auch mal an die Ostfront, beziehungsweise an die Zentralfront hier, hier in Caliburn Town, die Geschichte. Okay, schon gesagt, da fehlen uns immer noch die Leute für, wir bewegen uns mal so. Wenn ich denn eine, weil das die andere möchte ich noch gar nicht, die Missiles hier. Die Scheiße. Independent Missile Launcher. Ich meine, das sind nicht mal taktische Raketenwerfer. Das sind ja quasi Marschflugkörper, die wir da haben. Junge, Junge. 2400. Ah. Will die aber haben eigentlich. Andererseits. Also was fehlt hier? Ihr habt leichtes Anti-Tank auch mit dabei, aber oh, warte mal, das ist der Regimentsgröße. Ja, okay. Das ist okay. Das gönnen wir uns, ja. So. Nächste Formation. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir jetzt hier zum Beispiel Panzer in Regimentsgröße mit, hätte ich gesagt, oder? 180 Armor, das sind Blocker und Allrounder. Ja, das werden wir machen, ja, das werden wir zwar machen, aber da warten wir erstmal, bis die Laservarianten davon fertig sind. So. Ja, und du hast halt hier
Mal gucken, 90,2 Fuel. Das ist natürlich eine Menge eigentlich wieder, aber er muss sich ja nicht viel bewegen. Missile Launcher, its main armament is a heavy conventional missile. Das bin ich schuld, von dem wir plating with a heavy diesel engine. Das ist an underpowered engine. 50% weniger Movement. Armor 14, Attacks by Combat Round. 186 Soft Attack. Das ist halt die erste Variante davon. Sag mal, was haben denn unsere. Warte, der hat 186. Nicht, dass es eigentlich besser ist, die Jungs jetzt so mitzunehmen, die Katyusha-mäßigen Teile. Die sind halt quasi genauso gut. Das ist halt die erste Iteration von denen immer noch. Weil wir eigentlich mittlerweile auch Cloudfires 2 haben sollten. Naja, gut. Dann machen wir mal weiter. Wir brauchen mehr. Noch ein Private hier. So. Dann hier die Armor-Geschichten. Da warten wir. Aber hier warten wir nicht. Hier bauen wir jetzt die Troop Carrier 5. In Massen. So. Das ist schon mal ein gutes Drittel von dem, was wir benötigen. Irgendwann in naher Zukunft werden dann auch ein paar der zusätzlichen Industrien, vielleicht dann kommt das mit der IP auch schneller zurecht. Okay. Ich glaube, wir müssen nur noch hier unten. Du kommst mal nach Kevin Stop, so. Genau, euch ziehen wir hier in die Richtung. Noch. Wir es natürlich nicht mehr bauen können. Aber es sollte für Einzug reichen. Soll ich dann nicht unbedingt jetzt hier massiv noch angreifen? Habt ihr alle nichts bekommen? Mal, das sind gerade die Current Used. Wirklich? Wieso sind die dann schwarz, wenn das hier Current ist? Nichts benutzt von dem Zeug hier. Äußerst eigenartig. Hat kein Essen. Okay. Essen wird auch immer kleiner. Wir haben aber noch diverse Farben, die wir deaktivieren können. Machen wir das doch mal hier im Sitzerbereich. Du bist aktiviert, du bist aktiv. Du bist gemorphboard. Aktivieren wir dich mal. Hier haben wir eine, die nationalisiert ist. Dann hier. Auch nochmal eine private. Ist aktiv. Vielleicht sollten wir einfach hier nochmal. Ja, wieso eigentlich nicht? Construct. Mach mal. Genau. Eine Hydroponic Food Factory. Wir haben zwei Hightech. Roger that. Bau mal. So, wie gesagt, wir sammeln euch hier jetzt erstmal. Ihr braucht eh alle noch dieses ganze Gedöns. Und diese dritte Assault Infantry. Unit Admin Upgrade. Die sollten wir ja eigentlich zu einer Storm. Nee, Brigade Corps. Die humanisierte Assault Infantry Brigade. Sondern der motorisierte einfach. Das wird natürlich sehr viel günstiger, aber auch nicht, sehr viel schwächer. Komm, wir machen das hier draus. So. Ja, und dann bekommt ihr nämlich jetzt auch noch ein paar. Wir schieben euch nach Norden. So, hoffen wir einfach mal, dass die. Ein Teil davon ist eh schon hier. Wir pushen jetzt mit denen hier hoch. Und dann werden wir uns um die Jungs hier kümmern. Haben auch genug Leute, dass wir das echt schnell über die Bühne bringen können, glaube ich. Ja, bleib hier drin. Du bist die Independent. Nee, die zweite leichte Armor Grenadier Battalion. Light Green, das heißt, du kannst eigentlich auch hier runter. Bandit Motorbike. Artillery. So, in Gigu, wie schlimm sieht es denn da aus eigentlich? So, 21, das geht eigentlich. Können wir denn vielleicht auf Gigu so ein Strategium spielen? Müsste ja bei Zonen dabei sein. Moment, das geht immer, theoretisch.
ist auch kein Covered Ops Ding. Nee, nee. Die haben tatsächlich keine mehr momentan. Okay. Ja, Diminish ist um wie viel? Die Points 100.000. Okay, es dürfte nicht. Ja, wir müssen ein paar Leute hier stehen lassen. Mehr will ich nicht rausziehen. Zweite Light Armor kommt ziemlich auch noch mit rein hier fürs Erste. Ja, er ist hier weit draußen, sag ich mal. Dann führen wir die Angriffe hier im Norden mal durch. Sagt alles für das Ziel. So, jetzt hier abzuschneiden. Läuft auch sehr gut. Okay. Hier. Achso, wir sind mittlerweile so stark, dass wir selbst ohne Recon, oder, ja, mit sehr wenig Recon gut agieren können. So, hier. Ich habe keinen Bedarf, da mehr Leute reinzuschicken. Hier, 102. Gut. Ja, die müssen sich halt echt vorkommen. Ne? Das, für die ist das jetzt ja tatsächlich so, als würden sie sich irgendwie gegen Space Marines kämpfen. Mit den Heavy Armor, den wir da mit uns rumtragen und so. Ja. Ist schon schön, hier mal die Oberhand zu haben. So, wie werde ich dich gleich mal hier. Also muss ich die wirklich anschließen? Eigentlich soll ich das schon machen. Ja. Unit Admin, Change HQ. Die siebte Mechanized Storm Infantry. Jetzt müssen wir uns noch im Osten bewegen. Wir waren ja schon dabei. Mal hier ein bisschen vorstoßen, ja, da ist der Übeltäter. Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder genug, um uns hier wieder offensiv zu beteiligen. Oh, die Jungs hier, ne? Es ist halt, also, ja, wir werden auch mal eine ganze Menge dieser Foot-3s, die wir überall noch so rumstehen haben und so, oder Foot-2er vielleicht sogar noch upgraden, bevor wir den großen Angriff starten. Ich denke, das sollten wir definitiv tun. Ich werde vielleicht tatsächlich mal noch so ein, zwei, naja, so ein, zwei Folgen, was heißt das, Folgen nicht aufnehmen, das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber zugegeben nicht aufnehmen, ne, weil nicht viel passiert und ich mich nur aufbaue. Und sobald wir dann bereit sind hier für den großen Angriff oder wenn irgendwas Krasses passiert, dann melde ich mich erstmal wieder, denke ich. Genau, in diesem Sinne macht es gut und bis zur nächsten Folge, wenn wir hoffentlich dann hier eine Menge Action haben. Also, ciao, ciao, euer Tor.